Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück. Ja, wir wollen heute Levi in den Arsch treten. Speichern diesmal davor. Dann kann, glaube ich, weniger schief gehen. Auf geht's. Na, bereit für den Kampf, Bro? Ja. Endlich, let's go. So, wir sind wieder im Irrenhaus. Na, oh, das ist natürlich Katastrophe. Lass mal auf ein Pokémon hier konzentrieren. Wir dürfen nicht, es darf nicht dazu kommen, dass Cedra King und Briduradon gleichzeitig draußen sind. Dazu darf es nicht kommen. Alter, Kajutsu.
Tutel. Boah, das war abgefahren. Sogar das Glück ziehst du an. Naja. Das Blut des Drachen brodelt, seine Macht wird jeden in die Knie zwingen. Lass das Drachenpuls ein. Auf. Espinodon. Was für ein Glück. Rückenwind ein. Und was für ein Pech! Doppelte Lapras Power. Er wollte, dass ich Pokémon einsetze, die ich hier gefangen habe. Dich pusten mit dem Handumdrehen weg. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Naja, du hast nicht mehr so viel Rundenzeit. Gut gearbeitet, Lapras. Das müssen wir wiederbeleben. Das hat es nämlich verdient. Hat sich's ausgebrückt, hä? Boah, was für ein Boss-Move von Lapras eigentlich gerade. Let's finish it.
braucht es den Abgesang nicht mal mehr. Finito! So habe ich mir das vorgestellt. Bitte, kein Ding. Das hat übelst viel Spaß gemacht, oder? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich dich in die Liga AG eingeladen habe. Jetzt, wo du gegen mich gewonnen hast, müssen wir dich auch offiziell in die AG aufnehmen. Na, was sagst du dazu? Ja. Gute Antwort. Lass uns gleich ein Foto machen, das du für deine Anmeldung benutzen kannst. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, sonst wird Tara wieder stinkig. Sie nimmt das mit den Fotos ziemlich ernst, weißt du? Da war doch noch was. Ach ja, du kriegst noch eine TM von mir, weil du ein Top-4-Mitglied besiegt hast und so. Hab total vergessen, eine einzupacken. Momentan bin gleich wieder da. Moment, bin gleich wieder da. Sorry, dass du warten musstest. Da bin ich wieder. Das war's. Du hast die Top 4 der Blaubeerliga besiegt. Dafür kriegst du natürlich auch die versprochene Belohnung. Hier. Du hältst TM226 Drachenschrei. Das bisschen Staub stört dich doch nicht, oder? Du hast dich echt in kürzester Zeit in der Blaubeerliga nach oben katapultiert. Bin mächtig beeindruckt. Jetzt musst du es auch bis zur Spitze durchziehen, oder Bro? Nur wer alle Blaubeer-Top 4 besiegt hat, darf den aktuellen Champ Joe herausfordern. Na endlich, ich warte schon ewig. Von dir hätte ich erwartet, dass du die Top 4 schneller besiegst, Matze. Sag mal, Joe, du bist ja richtig versessen auf Matze. Das sagt der Richtige. So fleißig, wie du ihn unterstützt. Ich habe nur getan, was jeder gute Bro tun würde und war nett zu dem neuen Schüler. Von wegen. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast, aber damit ist jetzt eh Schluss. Matze, lass uns ein für alle Mal herausfinden, wer von uns beiden stärker ist. Endlich ist es soweit. Ich bin gespannt. Für den Kampf um Platz 1 kannst du dich beim Eingang am Empfang am Eingang anmelden. Also dann, spann mich nicht länger auf die Folter. Auf geht's. So. Das bedeutet für uns jetzt erstmal, wir müssen erstmal Pokémon heilen gehen. Opa, falsche Richtung. Und dann müssen wir uns ein Team zurechtlegen für Joe. Das ist bekanntlich nicht immer so einfach. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er hat. Wir nehmen auf jeden Fall Maskagato mit. Sirapfel müssen wir jetzt eh noch schnell entwickeln. Slimog nehmen wir auch mit. Ein Lapras bleibt da. Du bist gesetzt. Da gibt es nicht mehr was zu diskutieren, ob du mitkommst oder nicht. Grimanzo oder Azugladis?
Oder Ursaluna. Oder sollte man Koraidon mitnehmen, weil Koraidon. Also Lapras ist definitiv eins der letzten, das rauskommt. Selbe gilt für Slimog. Ich vermute mal, dass er irgendein Feen-Ding an Bord hat. Wir haben Hydrapfel noch nicht gesehen. Nehmen wir Espinodon noch mit, dann bleibt Sirapfel da. Aber Sirapfel müssen wir jetzt entwickeln. Das wird eng mit EP Bomb um L mit nur einem. Aber wir haben eine neue Attacke, die kannst du lernen. Drachenschrei, die lernst du statt Drakometeor. Was ist das eigentlich? Okay. Das reicht. Nanu, Sirapfel entwickelt sich. Oh, damn. Glückwunsch, denn Sirapfel hat sich zu einem Hydrapfel entwickelt. Hydrapfel, Nummer 163, Hydrapfel, das Apfel-Hydra-Pokémon, Typ Pflanze Drache. Sieben sogenannte Schlange leben in einem Apfel aus Nektar. Das Exemplar in der Mitte ist der Anführer. Größe 1,8 Meter, Gewicht 93 Kilogramm. Alter. Hydrapfel versucht Launenlaser zu erlernen. Ja. Nice. Ja, ich würde die Hydrapfel eigentlich auch gerne mitnehmen, ne? Weißt du was? Achso, ja, speichern können wir auch mal, by the way. Wir lassen Maskagato da. Wir nehmen Hydrapfel mit. Und hoffen, dass Hydrapfel Fett raushaut einfach mal. Fangen mit denen an und bringen die hinterher. Genau, dann würde ich sagen, haben wir unser Haupt-Pokémon. Jetzt muss ich trotzdem mal schauen, wie groß Hydrapfel ist. Oida! Also für das kleine Knapfel, was es früher mal war. Du bist ein Monster, Alter. Also das ist schon krass. Cute. Cute. Oh, okay. Komm, schneller. Okay, gut. Wir haben das Team, dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen, sagt schon mal vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und dann fordern wir Joe heraus und dann schauen wir mal, dass wir diese Kampfserie hier zu einem Ende bringen. Bis dahin, schon mal vor, bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüssikowski.